Hallo Leute, zu wissen. Oh mein Gott, Part von der Link to the Park mit Stefan. Muss ich jetzt hier hoch oder nochmal runter? Muss hoch. Okay, ich geh hoch. Oh mein Gott. Du musst jetzt erstmal Schlüssel sammeln, danach buchst du dahin, wo die Schlüsseltür war. Und dann kriegst du erstmal den Master. Ne? Hä? Hier durch die Tür. Geh mal durch. War da ein Schlüssel? Nein. Ne, da ist ein Scheißraum, der hat keinen zu interessieren. Brauchst du gar nichts mehr zu machen. Geh weiter durch. Ja, ist richtig. Nein, 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 ist der gleiche Raum. Da Scheiß. Hoch. Da, na, na, nee. Genau, da gehst du da hoch. Nicht da rein. Da kriegst du die Master, die kriegst du die Schlüssel. Kriegst du den Ding, ich weiß es hier, die Handschuhe. Du hast aber noch kein Master Key, du musst erst den Master Key holen. Ja, wie wär's, wenn du mal die Tür öffnen würdest, du scheiß Vieh? Nein! Da findest du einmal einen Schalter. Da, andere Seite, genau da ist der Schalter. Da hoch oder wie? Ja, genau. So, da musst du gegenrennen gegen die Lampe. Ich seh's. Dann nimmst du den Schlüssel und gehst dahin, wo die Schlüsseltür war. Ja, okay. Natürlich sprinten wir, das wird schneller. Okay. Guck mal danach, das sollte mir jetzt. Ach, scheiß drauf hier. Dann gehst du da durch. Besiegst erstmal alle hier Pflanzis. Ich hab irgendwie immer nur die Kompass. Ja, da findest du da, musst du gleich durchrennen, dann findest du deinen Schlüssel. Nennt man 20 Krisse. Wow. Fies böse, aufpassen. Wow, wow. Aua. Ba, ba, ba. Oh, geil. So früh hätte ich den Masterschlüssel nicht erwartet. Jetzt kann ich mir die Handschuhe holen, ne? Ja, jetzt gehst du die Handschuhe holen und danach gehen wir aus diesen ölen Scheiß da raus. Der Tempel ist eigentlich sau leicht. Manch, das hätte ich nicht so früh erwartet. Ja, wenn du alles richtig machst und alles, sonst ist das eigentlich sehr spät. Wenn du alles richtig machst am Anfang. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine andere Schlüsseltür, wo die dir nichts bringt. Meine ich jetzt in den Tempel, ich weiß es jetzt aber nicht. Oh, jetzt wird's getroffen. Da. Jetzt ich finde das Podium da geil gemacht. Hm? Dieses komische, wo die Schatzkiste jetzt drauf stand. Mhm. Und jetzt wieder aus dem Tempel, stimmt? Jo, aber an der anderen Seite lang. Jetzt gehst du da runter. Wenn du das noch weißt. Renn runter. Vieh, es ist gemein. Und ich geb dir noch einen Tipp, nimm eine extra Fee mit, falls du verrecken solltest. Da gehst du hoch, da. Naja. So, jetzt hier kommt der Trick. Da weitergehen. Hab's da schon. Siehst du gleich. Siehst du, wie viele Herzen du jetzt hast? 7 Stück. Ja, siehst du? Ich weiß alles von dem Spiel. Und jetzt hier wieder rein. Oh Gott. Nein, nie. Nein? Nein, zurück. Jetzt gehst du hoch. Da ist der zweite Teil des Tempels. Der wird ganz schön fies. Du kennst doch die Bodenplatten, die dich angreifen, oder? Oh nein, sag bitte nicht. Du bleibst einfach, wenn du jetzt in den Raum reingehst, stehen bleiben einfach. Stehen, zurückgehen. Nein, zurückgehen, dann tun die dir nichts. Komplett zurückgehen in die Tür rein. Jetzt gehst du wieder rein, wenn du das Ding verschwommen hast. Dann geh nochmal raus aus dem Tempel. Geh nochmal komplett raus, dann, wenn das nicht geht. Okay. Ja, wenn du dann leicht die. Wenn gleich die Tür reinkommst, nicht mehr bewegen, dann kann die Dinger nicht mehr anhaben. Das ist ein kleiner Bug mal wieder. Jetzt stehen bleiben dann. Okay, dann kann ich in der Zeit was trinken. Jo. Und jetzt? Siehst du? Lol. Ah, siehst du? Ich hab mich damals immer aufgeregt, weil ich das nie irgendwie hinbekommen hatte, weil ich immer gestorben bin. Ja, komm. Ich bin aber da auch immer gestorben, fast. Ich bin gespannt, was ich für ein Zeichen bilden. Die bilden ja immer ein komisches Zeichen. Ich weiß es auch nicht, das sieht für mich aus wie so eine, das sah für mich aus wie so ein halber Totenkopf. Ich verstehe das Zeichen jetzt aber auch nicht. Okay, die Lage ist sicher, okay.
Oh, hier muss irgendwo Schlüssel sein. Danke. Ich, da ist er. Der ist auch, glaube ich, jedes Mal woanders, wenn das Spiel startet. Man, der Stadt. Oh Mann, nein! Das Spiel ist an sich so geil. Ich verstehe gar nicht, warum das letzte Mal abgebrochen hat. Ja, es ist so leicht, das Spiel. Also, der spielt teilweise, der spielt kalt zu Mario zum Beispiel, ne? Aber sehr leicht, das passt bei ihm zu schwer. Zu schwere Rätsel. Und ich werde euch hier noch YouTuber, jetzt ein paar YouTubern, die sich groß Let's Play und dann ihren Namen dahinter schreiben. Da ist doch schon so eine Nachmache von Markus, oder? Ja. Das finde ich total, man sollte sich eigene Namen aussehen. Oder wie sich welche looks like hier Dominik, jetzt nichts gegen dich aus sagen. Oder sonst wie ich sich nennen. Stehen bleiben! Ich gehe schon mal zurück wieder. Und dann schon mal rein. Und dann einfach wieder mal trinken. Ey, du bist richtig, doch, bist du. Ja, das ist fies, das ist fies. An einem Raum im Dreckpalast, in einem Raum kannst du das nicht machen, weil du die Treppe runterkommst. Und die Treppe kannst du nicht stehen bleiben. Fuck. Also genieß es noch. Ja, ich werde es genießen. Und beim anderen, bei dem Perlen durchschauen, die ganze Zeit einfach B hier so. Du musst ganz schnell, da ist auch nichts immer, wenn die Dinger auf einmal von der Seite kommen. Wenn ich an der Wand stehe. Wenn du an der Wand stehst und die kommen, zum Beispiel stehst du jetzt in der Mitte und die kommen von dieser Eile, von ganz unten kommen die und greifen dich dann an. Das ist ein Problem. Le Penis. So, das ist jetzt mal so. Jetzt musst du mal ein Feed, du hast voll wenig hier in den Herzen, weißt du das? Ja. Da haben wir noch eine Fee, oder du? Ja. Erstmal den, da, und die musst du anzünden, dann geht die Wand weiter. Ich dachte, ich könnte dich auch mit den Dingern abwerfen, aber nein, du liefst hier auf den Boden. Nee, die haben eine andere Farbe, die sind stärker. Bäh. Die jetzt einfach anzünden. Fünf Pfeile. Da hab ich beim ersten Mal durchzogen, hab ich gefragt. Doch dann. Ja, nö, das sah mir schon so offensichtlich aus. Das sah schon offensichtlich, weil die Wand da ein bisschen scheiße stand. Okay. Ich glaub. Dann da rein. Magisches Pulver. Ach, da brauchst du jetzt nicht. Du brauchst Pfeile und Schwert und Eis. Eis-Dingsbums. So, dann werden wir jetzt erst die Pfeile. Erst die Pfeile und Schwert benutzen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht direkt schaffen, ne? Scheißegal. Also, du bist jetzt einmal verweckt. Du hast also nur mit Fee. Kommt her! Komm her. Immer wenn die aus den Löchern kommen, versuchen, nicht von diesen Kugeln treffen zu lassen. Schlau bin ich auch. Ja. Ups, verdammt, ich wurde einmal getroffen. Nee, auch mit dem Bogen bringt das nicht. Ich treffe die gar nicht mit dem Bogen. Aua. Zum Glück habe ich die Fee. Du hast Link wieder getötet, du Schwein. Ding, ding, ding. Treff doch, Link! Ja, Link, du faule Scheiße. Alter, da hast du schon mal den ersten Down. Oh yeah. Das ist ein schöner Der zweite ist down. Ja, der, siehst du, wie viel Kohlen der jetzt ausspuckt? Mhm. Scheiße. Und hier ist down. So, wir haben es geschafft. Ba-da-ba-ba-ba-ba. 8 Herze. Oh yeah. Ba-da-ba-ba. Jetzt holen wir uns aber erstmal die. Ich brauche noch ein paar Rubine. Jo, wir brauchen noch 11 Rubinen. Du kannst auch auf den Friedhof gehen. Da findest du auch nochmal 300. Wenn du da wieder in dieses, wo wir Fäden nicht hinkonnten. Wurde gesagt, das ist noch ganz am Anfang. Autsch. Bäm. Ja, die tun weh, das sind Kaktus. Soll ich lieber so wieder speichern und dann von links aus beginnen? Ja, genau.
weil das ist zu viel Monster-Spam. Spiel beenden. Ja genau Leute, jetzt spielen wir nochmal, jetzt spielen wir wirklich Force Swords. Nein. Hören wir gar nicht. Nein, wir haben das aber versucht. Ey Leute, wenn ihr wisst, wie wir mit dem VBA-Link wir 2 zu 2 zocken können, wir wollten nämlich das hier auch als Together machen. Eigentlich. Das hier. Du lernst auf seiner Force Swords. Also wenn jemand weiß und so hat, kann man gerne seine Skype-ID schicken oder ja, uns und beide und uns das mal in Ruhe erklären. Ich hab nichts davon, wenn ihr euch da in zwei Wörter da erklärt. Ich verraff das eh nicht so schnell. Ja, ich raff das auch nicht so schnell. Selbst die Tutorials auf YouTube. Ich reg mich dann auch wirklich auf, wenn ihr da irgendeine Scheiße jetzt hinschreibt, die gar nicht funktioniert. Okay, wo ging's jetzt nochmal lang? Wo ging's zum Zora-Reich? Zora-Reich, das geht ja gar nicht. Ach, zu cool. Keine Zora. Ah, ne, erstmal zum Friedhof. Der war in der Nähe, genau neben der Kathedrale. Und die war. Wir hätten eigentlich von der Kathedrale starten sollen. Okay, nochmal speichern und beenden. Kannst ja machen. Es geht Nintendo glitch. Capcom. The Land of the Link to the Past for Schwartz. Jetzt leckt da gerade, jetzt sehe ich gerade immer noch die Weltkarte von der Link to the Past. The Land of the Link to the Past. Start bei der Kathedrale. Ja, und dann daneben der Kathedrale ist dieser Friedhof. Das eine, das ist irgendwo so ein Stock. Den kannst du da aufmachen. Da glitzert ein Stein. Da kannst du Gegenstand das Geld. Ich hab mir jetzt weggeworfen. Dieser Soldat, der gefällt mir nicht. Eine große Magieflasche, egal. Irgendwas müsste man hier wegschieben, glaub ich. Ah, hier. Nein. Da oben ist doch eine. Genau den. Ist richtig. Ja, da muss ich von hinten kommen. Kann ich ihn wieder nicht irgendwie töten? Ja, kann man. Ich würde seine Video freilassen. Oh. In eine Flasche. Jetzt gehst du da hin, zu diesem einen komischen hier. Dann, du musst von der anderen Seite. Jetzt doch von der anderen Seite, oder wie? Ja, da musst du da ein bisschen wegschieben einfach. Du hast jetzt den komischen Links für uns. Wow. Ah, jetzt bin ich wieder im Schloss. Du kannst ja jetzt gegenrennen, du brauchst keine Bomben, du kannst ja gegenrennen. Ach cool. Aber ich dachte nur weiß. 13 Pfeiler. Bam, 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 bam. 300 Rubiner und 10 und 3 Bomben, wie ich gesagt hatte. Und jetzt hier gegen laufen. Komme ich hier auch vielleicht irgendwie leichter raus. Ja, als safe. Oder? Ja, wo müssen wir jetzt hin? Nee, ohne safe, mach mal ohne safe. Man kann zwar speichern, aber nicht hier, es geht. Mach ich auch nicht. Ich spiele jetzt einfach hier durch. Hallo, Maratte. Oh, ein Rubin. Boah, ich hab fast die maximale Anzahl an Rubine. 700. Ja, wir fehlen jetzt noch 202. Okay, und jetzt geht's ab nach zum König von Zora König da. Ist immer noch kein Zora da. Der mir die Flossen verkauft. Das ist das sollen Zoras sein. Das sind alte die Dinger. Das sind Zoras. Wo sind die hässliche? Okay, wo ging? Ah, ich hasse euch. Jetzt musst du dahin, wo du die komische dieses wo magische die komische Hexe bekommen war. Ja genau, da muss jetzt dieser hässlichen Hexe. Kriegen wir jetzt eigentlich noch auch vor dem dritten Tempel 9 Herz her hin. So wenn du die komplette Welt verlässt du, also wenn man die Schattenwelt, also zum ersten Mal zur Schattenwelt geht, gehst du da genau mit 9 Herzen und 3 Herzteile hin. Ja, du bist ja dabei. Ey, dass wir jetzt schon so weit sind. Ja, du wirst doch immer noch im ersten Tempel am rumgammeln. Hier runter, ne? Nein. Nein, nee. Nee, du musst halt sagen, wo die Hexe war. Ba-ba-da-ba. 17 Sekunden haben wir noch zum Aufnehmen. Oh yeah. Nein, da musst du lang. Ja, genau. Und ihr konntet ein bisschen Zeit verschoben. Also, wenn ich da nicht direkt sehe, dann tut's mir leid. Hier kommen wir hier rein.
Ja, Leute, wir müssen den Part beenden. Bis zum nächsten Part. Ciao.